Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, in der Dunkelheit von Schloss Nex in Legend of Grimrock 2. Ja, es geht endlich wieder weiter, beziehungsweise wir machen uns jetzt an die 100% ran, wie ich versprochen habe. Ich habe ja eigentlich versprochen, dass ich das schon so um Silvester rum mache, also Anfang des neuen Jahres. Das hat leider nicht ganz so hingehauen. Ich habe nämlich mein Silvester dann doch anders verbracht, als ich geplant hatte. Deswegen hat sich alles ein bisschen verzögert. Ich musste gucken, dass ich mit den anderen Projekten klarkomme. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. So, du isst erstmal was. Gut. Aber wie gesagt, es geht jetzt weiter und wir machen uns an die 100%. Dazu noch mal kurz die Statistiken, um euch auf dem Laufenden zu halten. Oh, wir haben 24 Stunden gespielt. Fast 25. Es sind noch 7 Secrets offen. Ein Epic Item fehlt. Eine Essenz, die wir uns bald holen können. Und ein Treasure. Und ein Level, was wir nicht besucht haben. Ja, gut. Das erste, was ich machen möchte, da hat mich jemand nämlich in den Kommentaren darauf hingewiesen, ist, dass hier noch eine Kiste ist, bei der wir nicht waren. Auch wenn das komisch ist. Oh, da unten ist sie ja. Da ist die Treppe. Wir wollen uns nirgends die Haxen brechen. Wie auch immer, die Truhe da unten gespawnt ist, auf jeden Fall. Ah ja, gut. Ist hier auf einmal Truhe? Direkt über uns eine Truhe. Ah. Okay, da waren wir noch gar nicht da drüben, glaube ich. So, da müssen wir wieder hier rüber, hier hoch. Ups. Au. Ja, du bist an den Beinen verletzt. Das macht aber jetzt nicht ganz so viel aus. Wir können unseren blauen Kristall ja wieder heilen, zum Glück. Ich muss nur die Leiter nach oben finden. Hehehe. Obwohl, wir haben so viel Durcheinander hier. Round the Lone Pillars, das hatten wir ja auch schon gemacht. Du? Mach mal kurz einen Heiltrank für ihn. Erstmal. So, danke. Du hast jede Menge Mana-Pflanzen und anderes Zeug. Nur Nahrung haben wir. Nicht mehr ganz so viel. Da sollten wir auf jeden Fall aufpassen. Müssen wir uns wirklich da zwei Stockwerke runterfallen lassen? Bei unter uns müsste jetzt die Truhe sein. Ja, wir müssen uns definitiv da drauf fallen lassen. Aua, auch wenn das weh tut. So, Lockpicks haben wir mehr als genug. Mimik? Nö. Frostbomben, Feuerbomben. Und überladen. Ja, wir haben die Quickhorn Longbow. Der wiegt allerdings nicht so viel. So, schlepp du mal die ganze Kiste. Okay. Damit wäre das mit der Truhe schon mal abgehakt. Das nächste, was ich dann holen will, ist die Rogue-Rüstung. Also das letzte Teil der Rüstung, was uns noch fehlt.
Das wurde leider nicht in den Kommentaren geschrieben, wo das ist. Deswegen musste ich selber ein bisschen nachgucken. Also ich habe mir wirklich so eine, ja, ich muss gestehen, ich habe mir so eine Art Komplettlösungsmap genommen und habe dann einfach verglichen, in welchen Gebieten Sachen noch nicht aufgedeckt sind, die auf der Komplettlösungsmap bereits angezeigt werden, und habe mir die Sachen dann einfach in einer Liste notiert. So. Jetzt aber noch mal kurz speichern, dass wir sich nochmal die Achsen brechen müssen. Und ich hoffe mal, dass wir unterwegs auch noch Schildkröten und Waage finden zum Töten und Essen bekommen. 1, 3, 4. So. Okay. Da ging es nur nach oben aufs Dach. Da wollen wir aber nicht hin. Da geht es ja nur zum normalen Ende. Wir wollen raus. Genau, hier rüber und raus hier. Der Trickser. Friss. Was? Der rennt vor uns weg. Wo ist er jetzt hin? Ich kann mir schon vorstellen, wo er hin ist. Sylvester ist beim Verhungern. Hier. Wagsteak. Der ist garantiert hier runter, oder? Jap. Und das ist die letzte Ebene. Ah, ein blauer Kristall. Und wir sind im Trickser-Leer. Leer auf den Trickser. Okay. Ah ja, hier müssten wir das letzte Element platzieren. Ich schätze mal, so rufen wir dann den Trickser wieder herbei. Und müssen hier im Dungeon mit ihm kämpfen. Das machen wir allerdings jetzt mal erst nicht. Das wird dann wahrscheinlich das wahre Ende sein. Ah, unser ganzes Zeug hier in der Schatzkammer. So, gut. Ne, halt. Wieder zurück. Ich würde nämlich gerne von hier aus erst einmal nicht zum Hamlet, nicht zur Cemetery, auch nicht in den Bock. Genau, Shipwreck Beach. Dort ist nämlich... Ja, von dort aus kommen wir erstmal schneller in den Trickwood Forest. Das ist nämlich die erste Station, die ich gerne angehen würde. Schade, keine Schildkröten. So, schon mal Eiszauber. Ach nö. Na okay, ihr seid zum Glück harmlos. So. Das macht dann doch etwas mehr Schaden. Geben 99 Erfahrungspunkte. Sind aber ganz schön viele geworden. Hi Jungs. Wow. Oh. Umkreist zu werden ist nicht ganz so schön. Aber ihr macht ja zum Glück nicht mehr so viel Schaden. Auch wenn ihr ganz schön viele geworden seid. So, ich denke mal. Du brauchst dir erstmal einen Mana-Trank und trinkst den. Und dann schalten wir mal um auf Munition. Wir sparen uns das Mana. Auch wenn wir relativ viele Mana-Pflanzen haben.
So, da drüben können wir in den Tunnel rein. Ja, genau, da hinten. Dort ist nämlich im Trickwood-Tunnel irgendwo. Also ich habe mir nur die Orte aufgeschrieben. Ich habe mir nicht genau aufgeschrieben, wo die Sachen versteckt sein sollen. Oh. Erst einmal brauche ich Licht, bitte. Das dürfte ja okay sein, wenn du mir das machst. In der Truhe ist nichts mehr drin. Also hier im Tunnel. Und zwar konnte ich mir doch einigermaßen merken, dass das im Rattennest war. Das hier ist übrigens nicht der Tunnel. Hups. Ja, kann passieren. Okay, und ich höre noch wieder viel Zeug, das respawned ist. Auch gut. Gut, dann wollen wir erstmal wieder hier zurück. Wir müssen da wirklich da drüben in den Tunnel rein, hä? Ich war schon so lange nicht mehr in dem Trickwood Garten, dass ich mich schon wieder verlaufe hier. Du wirst dezent ignoriert. So, runter hier. Hier wäre der Speicherkristall und da in den Dinger wollen wir. Oh. Ein Bogenschütze? Wo kommst du bitte her? So. Tschüss. Du bist eine Ratte. Du warst eine Ratte. Wow, eine Ratte mit Ballermann. Au. Die macht dann doch etwas Aua. Gibt mir aber neue Munition. Gut. Mal sehen, ob ich das noch ungefähr weiß. Ich komme mir jetzt gerade definitiv etwas umzingelt vor. Muss ich doch sagen. So. Aber die Ratten sind ja zum Glück kein Problemchen mehr. Bingo. Das war das Secret. Ey. So. Nichts da mir in den Rücken werfen. Und damit haben wir das letzte Teil der Rogue-Rüstung. Für Protection Dexterity. Ich weiß nicht, was sie besser macht. Dexterity, Damage, Accuracy, Critical vielleicht? Nö, Accuracy macht sie auch nicht so viel höher. Schaden auch nicht wirklich. Ist auf jeden Fall was Gutes. Und wir können jetzt kurz in die Statistics gucken. Wir haben Levels visited. Wir haben. Es fehlt noch immer noch ein Epic Item. Okay. Dann war nicht das Epic Item. Da werde ich vielleicht nochmal nachgucken müssen. Es fehlt noch eine Essenz. Treasure. Aber ja, die Rogue-Rüstung ist damit abgeschlossen. Oh. Gleich zwei von euch.